sitzen und ist es immer besser, wenn einer dabei ist, ob das Bjarne Ries ist oder ob das Udo Bölz ist. Wir haben gesehen, dass er immer so ein bisschen unsicher sich fühlt. Er guckt immer nach hinten, was ist los, was soll ich tun? Das ist immer so dieses große Fragezeichen. Ich meine, wir können bei ihm nicht in den Kopf hineinschauen, aber es hat so den Eindruck, als ob er so manchmal in bestimmten Situationen so ein bisschen hilflos in diesem Feld ist. Und wenn er da einen Mannschaftskameraden dabei hat, der schon ein paar Jahre länger dieses Metier macht, und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ihm das Sicherheit gibt, dass ihm das Kraft gibt, dass ihm das Selbstvertrauen gibt. Und das muss einfach so sein, und da sollte die ganze Mannschaft darauf hinarbeiten, egal wer es ist, dass einfach immer einer bei ihm ist, bis auf die letzten Meter. Ich meine, die großen Berge haben wir hinter uns, bis auf die letzten Meter. Wenn es echt, echt schwer wird, da ist er einfach auf sich alleine angewiesen. Aber bei diesen Etappen, die nicht allzu schwer sind, sollte man darauf achten, dass er einfach nicht allein gelassen wird. Der Col de Mos ist von der Spitzengruppe von den zwei Fahrern Aitor Garmendia und Stefan Hüllo passiert worden. Nach 115 Kilometer Gesamtdistanz. Also noch 66 Kilometer bis ins Ziel. Die Gruppe mit Frank van den Broeke, mit Christophe Moron vorne in der Führungsarbeit. Und aus der Mannschaft Kelme González, Jaime González, auch am Bergpreis 1,35 ihr Rückstand. Ich frage mich gerade nur, wo ist Georg Totschnig? War ja ursprünglich auch in dieser Spitzengruppe dabei. Haben wir bisher noch nicht gesehen. Sechs Fahrer müssen es insgesamt sein. Vorne zwei rausgefahren. Die Dreiergruppe mit Frank van den Broeke, der sich heute wirklich toll ins Zeug legt. Und dann müssen wir schauen, wo der Österreicher aus dem Team Deutsche Telekom Georg Totschnig ist. Bergpreis der dritten Kategorie. Hier hinten gibt es natürlich keine Punkte mehr zu verdienen. Insgesamt fünf Fahrer bekommen Punkte und die sind schon längst drüber. Der Grund dafür natürlich, dass sich hier der Bergspezialist Richard Verhoek nicht nach vorne begibt, um hier eventuell doch noch Punkte zu bekommen. 2 Minuten und 32 Sekunden der Rückstand der Gruppe mit Jan Ullrich. Und ich glaube, ich habe gerade eben in dieser Gruppe auch Georg Totschnig gesehen. Könnte es sein, dass er sich absichtlich zurückfallen hat lassen, um hier neben Udo Bölz natürlich auch noch Jan Ullrich zu helfen? Ja, das mag absolut sein, aber normalerweise ist es so, wenn man vorne mitfahren kann, wenn man genug Druck hat, und dann sollte man einfach in dieser Spitzengruppe bleiben, weil scheinbar ist er abgehängt worden. Und ich glaube nicht, dass er einfach sich auf die Straße gestellt hat und da auf Jan Ullrich gewartet hat. Es geht ab jetzt ständig bergab bis ins Ziel. Die letzten 66 Kilometer nach Fribourg in der Schweiz. Die Fahrer haben ja bereits nach 49 Kilometer die Schweizer Grenze erreicht. Da waren die drei, die sechs, sieben Ausreißer, ja, gleich schon weg. Laurent Roux im gelben Trikot aus der Mannschaft TVM. Und Bjarne Ries, diese Gruppe liegt weit zurück. Weit hinter Jan Ullrich und noch viel weiter hinter der Spitzengruppe. Rund 5,5 Minuten hat Bjarne Ries zurzeit Rückstand auf die Spitzengruppe, auf die zwei Fahrer, auf Aitor Garmendia und Stefan Hüllo. Das ist natürlich schon ein ungewöhnliches Bild, dass man hier Bjarne Ries fahren sieht in einem abgeschlagenen Feld. Und ich hatte so gestern und auch heute ihn so ein bisschen beobachtet. Ich habe fast das Gefühl gehabt, dass er manchmal ein bisschen zu dick, also einen zu hohen Gang gefahren hat. Möglicherweise ist er daran gescheitert, aber er ist alt genug. Er muss wissen, was er sich zutrauen kann. Er muss wissen, was er treten kann. Und der Gang war möglicherweise richtig, nur hat ihm einfach die Kraft gefehlt. Laurent Roux, links im Bild, aus der Mannschaft TVM. Auch Peter Luttenberger aus Österreich befindet sich in dieser Gruppe um Bjarne Ries. Hat gestern erneut Zeit verloren.
und ist dadurch natürlich auch zurückgerutscht in der Gesamtwertung vom 11. auf dem 13. Platz mit einem Rückstand von 32 Minuten und 4 Sekunden auf Jan Ullrich. Vor ihm sind Beatsberg, Oskar Kammenzind und Laurent Dufault. Auch der Schweizer Laurent Dufault hat gestern zwei Plätze verloren, zurzeit 10. mit 29 Minuten und 46 Sekunden Rückstand auf das gelbe Trikot. Ein Kilometer bis zum Bergpreis für diese Verfolgergruppe. Die Zeit wird wahrscheinlich gleich eingeblendet, sodass wir hier auf dem Col de Mos einmal ganz genau sehen können, wie groß der Rückstand ist auf die Gruppe um Jan Ullrich und natürlich auf die Spitze. Pascal Hervé versorgt sich vom Auto aus. Ja, man profitiert natürlich dabei immer so ein bisschen, wenn man die Flasche oder was angereicht bekommt, dass man so ein bisschen an der Hand vom sportlichen Leiter zieht. Man kann da einen Tritt auslassen. Gleiche gilt natürlich für Udo Bölz. Ja, und wenn wir nochmal darauf zu sprechen kommen wollen, wie die einzelnen Fahrer hier versorgt werden, wir haben es ja gestern schon mal gesagt, aber es rufen immer wieder Leute an, die sich nicht vorstellen kann, wenn da zwei, drei Fahrer vorne weg sind, wie dann die hinteren Fahrer versorgt werden. Also ein Team besteht praktisch als erstes aus den Fahrern und dahinter befinden sich drei Mannschaftswagen, die dann eine bestimmte Reihenfolge einhalten müssen. Und die einzelnen Mannschaftswagen von den einzelnen Mannschaften, die folgen dann sofort hinter den Fahrern. Die zweiten Mannschaftswagen befinden sich dann hinter den ersten, also nicht gleich hinter dem ersten, sondern der erste Mannschaftswagen von Telekom fährt hinter dem Feld und der zweite Mannschaftswagen, der fährt dann sozusagen als 24. oder als 23. Fahrzeug hinter den Mannschaftswagen und dann geht es so weiter nach hinten hinaus, sodass, wenn das Feld auseinanderbricht, dass jeder dann die Möglichkeit hat, zu den Fahrern, die abgehängt werden oder sich im hinteren Feld befinden, dass die da von da aus versorgt werden können. Die Motorradkamera ist wieder vorne bei Aitor Germendier und Stefan Hüllot. Und Bjarne Ries, Sie haben es gesehen, mit einem Rückstand von 7 Minuten und 15 Sekunden passiert er mit seinen Weggefährten den Col de Mos. Ja, liegt er praktisch 5 Minuten hinter Jan Ullrich. 7 Minuten ist ja doch schon ganz Haufen Zeug. Da werden sie wahrscheinlich, auch wenn es jetzt bis zum Ziel nach Fribourg fast nur bergab geht, aber nicht mehr viel Zeit gut machen können. Nö, ich nehme an, dass da noch was dazu kommt. Und wenn das 7 Minuten sind, und dann kommt er möglicherweise mit 10 oder mit 12 Minuten in Fribourg an. Denn ich kann mir vorstellen, dass auch die Luft bei ihm so ein bisschen weg ist, dass so ein bisschen ein moralischer Knacks da bei ihm eingetreten ist, dass es ihm praktisch wurscht ist jetzt, ob er da mit ganz vorne dabei ist. Er hat gemerkt, er kann die Tour nicht mehr gewinnen. Das allerdings schon vor gut einer Woche. Und man hätte ihm an für sich nicht zugetraut, dass er so weit nach hinten durchsackt. Schade. Wäre schön gewesen, wenn man mit Björn Ries einen weiteren Fahrer aus dem Team Deutsche Telekom vorne gehabt hätte. Zumal ihn Jan Ullrich da vorne gut gebrauchen könnte. Ne? Aber bitte, es ist immer noch Udo bei ihm, der auch sehr, sehr erfahren ist und das wird dann schon reichen. Ich gehe mal davon aus, dass heute auf dieser 16. Etappe nach Fribourg für Jan Ullrich nichts mehr anbrennen kann. Dadurch, dass es ja fast nur noch bergab geht, leicht zu fahren, kein weiterer Anstieg mehr folgt. Der Spanier Aitor Garmendia aus der Equipe Once.
29 Jahre ist er alt. Hat im vergangenen Jahr 2 Rennen gewonnen. Die Führungsarbeit leistet Stefan Öllo aus der Mannschaft La Française des Jeux. Sie sehen es an den Bildern, es geht ständig bergab. 2 Minuten 43 Sekunden ihr Vorsprung auf die Gruppe im Jan Ullrich und 7 Minuten 19 Sekunden der Vorsprung auf die Gruppe um Bjarne Riis. Immer noch in der Abfahrt die zwei Ausreißer, Aitor Garmendier und Stefan Öllo. Kein Grund zur Panik für Jan Ullrich. Beide liegen in der Gesamtwertung zu weit zurück, um dass sie ihn heute irgendwie gefährlich werden können. Es gibt bei Kilometer 157, also 24 Kilometer vor dem Ziel, noch eine Sprintwertung, die ausgefahren wird. Erik Zabel, von Ihnen haben wir schon seit längerer Zeit nichts mehr gehört und nichts gesehen. Ist weit zurückgefallen in dieser Gruppe. Man muss ihm allerdings zugute lassen, dass er sich wirklich bisher im Verlauf der 84. Tour de France beachtlich geschlagen hat. 64. in der Gesamtwertung. 2 Stunden, 9 Minuten und 42 Sekunden sein Rückstand auf Jan Ullrich. Ja, und ich muss den Hut vor ihm ziehen, denn er kommt ja immer in einer Gruppe an, die nie gefährdet ist. Und ich möchte das betonen, die nie gefährdet ist, rausgenommen zu werden. Er ist immer in einem Limit, wo er genau weiß, es geht den nächsten Tag wieder weiter. Und das ist einfach zu akzeptieren. Das ist eine großartige Leistung. Man weiß, dass er die ganz großen Berge nicht hochkommt. Aber er fährt hier gut über die ganzen Berge weg. Abram Olano wurde gerade eben versorgt. Ist ja eigentlich auch nicht normal, dass Abram Olano, ein Spitzenfahrer, wäre, mit so viel Trinkflaschen versorgt wird. In der Gesamtwertung noch 6. Zwar der beste Mann aus der Mannschaft Banesto, aber wahrscheinlich nicht ganz zufrieden mit seinem Rückstand von 16 Minuten und 40 Sekunden. Ja, ich meine, wenn einer schon mal am Auto ist und dann nimmt er Flaschen mit, nicht nur für sich, dann steckt er ein, was er kann. Und wir haben ja heute Morgen schon gesehen, als wir hier drüber gefahren sind, dass es ein sehr, sehr warmer Tag ist. Ich glaube nicht, dass es der heißeste ist überhaupt, den man bei den Rundfahrten schon gesehen hat. Aber es ist ein sehr, sehr warmer Tag hier. Und da wird natürlich schon viel getrunken. Man sieht immer wieder, dass die Fahrer hier Flaschen annehmen. Und wenn ich schon mal zum Auto gehe und stecke mir Flaschen ein, ob ich da 3 Flaschen nehme oder 7 Flaschen nehme, das spielt dann keine Rolle. Da kann ich auch mal ein paar, auch wenn ich Olane heiße, ein paar Flaschen mit ins Feld hineinnehmen, um die anderen damit zu versorgen. In Kürze wird die Tourkarawane, die Spitzengruppe, in den Kanton Fribourg einfahren. Und die Kantonsstadt Fribourg ist heute Etappenankunftsort zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Schon mehrmals bekannt natürlich durch die Tour de Romandie. Vor allem auch der Col de Mos und der Col de la Croix. Sie wurden allerdings auch heute im Verlauf der Tour zum ersten Mal gefahren. Nur wenige Kilometer von hier in Château d'Œx wird vom 11. bis zum 21. September die Mountainbike-Weltmeisterschaft ausgetragen. Ja, im Hintergrund könnte man jetzt eigentlich Château d'Œx sehen. Dort hinten die ersten Häuser gehören zu dieser kleinen Gemeinde. Im September die Mountainbike-WM, also hier in der Schweiz. Und die Schweizer werden sich anstrengen müssen, um vielleicht das zu erreichen, was 1995 die Gemeinde Kirchzarten bei Freiburg erreicht hat. Und sich damit natürlich mit der Austragung der Mountainbike-Weltmeisterschaft einen wirklich großen Namen gemacht hat. Die Schweizer waren natürlich vor 2 Jahren direkt vor Ort in Kirchzarten, haben sich genügend informiert. Vielleicht ein Tipp von uns für Sie vom 11. bis zum 21. September. Die Weltmeisterschaften der Mountainbiker in Château d'Œx. Sollten Sie keine Zeit haben, Eurosport ist natürlich wie immer live vor Ort. Da werden Sie auch zu Hause nicht allzu viel verpassen.
Georg Totschnig befindet sich hier in dieser Gruppe. Ist also bei Jan Ullrich anwesend. Hier hebt er gerade den rechten Arm. Denke, möchte auch versorgt werden. Ja, wir werden es vielleicht gleich sehen, ob die, dass die Kamera hier drauf hält. Ich glaube, es ist auch Jan, der hier möglicherweise was braucht und hat hier seinem Teamkollegen Bescheid gesagt, geh mal diesen Jennis zu holen und mal sehen, ob die Kamera das festhält hier. War ja ganz lustig, wir haben gestern mal ganz kurz mit Jan Ullrich gesprochen, hatten wir gerade mal geschafft, er ist der Star überhaupt und er ist schwieriger an ihn ranzukommen und er sagte, ich kriege einfach alles von der Mannschaft, was ich möchte, wird mir gebracht, ob es was zum Essen ist, was zum Trinken, alles wird mir von hinten geholt, das hat er noch nie erlebt. Ich glaube, das ist auch ganz gewiss für Jan Ullrich was Neues. Ja, ich meine, ich kenne diese Gefühle, ja, ich will jetzt nicht anfangen von mir zu sprechen, was man mir früher alles gemacht hat, aber ich erinnere an 6-Tage-Rennen, was die Pfleger da für einen alles machen, das ist einfach unwahrscheinlich. Du brauchst nur den Fuß hinhalten oder du legst dich hin und sagst dem Läufer da oder der einfach von deinem Personal ist, ich sag, pass auf, rasier mal die Beine und dann bekommst du die Beine rasiert. Du brauchst einfach nichts machen. Das große Problem ist natürlich dann, wenn man vom 6-Tage-Rennen oder von so einer Rundfahrt wieder nach Hause kommt und man sitzt so schön im Sessel und man ruht sich aus, dass man dann zu seiner Mutter oder zu deiner Frau oder zu deiner Freundin sagt, du, pass auf, geh mal schnell in die Küche, hol mal ein Glas Wasser, obwohl du nur aufstehen brauchst und um die Ecke gehen musst, um dir selbst ein Glas zu reichen. Und das alles kriegt man natürlich da gemacht und man kann sich da schon ein paar Sachen angewöhnen, die praktisch ins normale Leben nicht so ganz hineinpassen. Wenn Sie sich vorstellen zu Hause, dass Sie von der Arbeit nach Hause kommen und sagen, ja Frau, pass auf, geh in den Kühlschrank, hol mir einen Schluck Wasser, geh mal in den Brotkasten, hol mir ein Stück Brot und die steht dann immer auf, macht das. Das alles darf ein Rennfahrer erleben, der muss nichts machen. Der muss eins machen, der muss schnell Radfahren. Und das jeden Tag bei der Tour de France sogar 3 Wochen. Na, vielleicht reicht es aus bei dem Geld, was zum Teil verdient wird, um sich ein Dienstmädchen dazuzulegen. Vielleicht ja Bayern Ullrich, aber ich glaube, das wird ganz gewiss nicht zu ihm passen. Ja, bei so einer Tour de France, da hast du ja die ganze Mannschaft, ist Dienstmädchen für dich. Wenn du der Star bist, wenn du vorne mit rumfährst, es kann natürlich auch anders sein. Wenn du jeden Tag als Letzter ankommst und dann musst du dein Wasser selber aus dem Kühlschrank holen. Die Gruppe mit Jan Ullrich, immer noch die Fahrer aus dem Team Mercatone Uno, die Führungsarbeit leisten, Beatsberg in erster Linie dabei, auch Roberto Conti. Und sie fahren für Marco Pantani. Pantani, Dritter in der Gesamtwertung. 10 Minuten und 13 Sekunden sein Rückstand auf Jan Ullrich. Und knapp 4,5 Minuten auf Richard Virag. Wird schwierig, Richard Virag vom zweiten Platz noch zu verdrängen. Auch wenn die Vogese noch überbrückt werden müssen, muss er noch viel arbeiten. Marco Pantani. Na, ich glaube fast, dass der erste und zweite Platz praktisch ausgefahren ist. Da wird sich nicht mehr viel dran ändern. Möglicherweise ändert sich noch was auf den Plätzen zwischen 2 und 15. Da wird sich bestimmt noch was ändern. Mit Pantani weiß man nie. Der ist ja so ein bisschen so ein Luftikus. Der sagt, mir geht es schlecht. Dann gewinnt er die Etappe. Und dann sagt er, ich fühle mich ganz gut. Und dann steigt er möglicherweise aus. Das ist so ein bisschen ein Rennfahrer, da kann man nicht unbedingt sich danach richten. Aber 1 und 2, glaube ich, da wird sich nicht mehr viel dran ändern. Auch das Zeitfahren am vorletzten Tag wird da nicht mehr groß ausschlaggebend sein. Pantani hat ja auch gesagt, während der Etappe, nach der Etappe nach Courchevel am Sonntag, ich steige aus, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und gestern hat er eine neue zum zweiten Schlag bei der Tour de France rausgeholt. Ja, das ist eben Pantani, so ist er. Der erzählt ja einfach ab und zu was vom Pferd und die Leute glauben das dann und dann hat er vielleicht in der Nacht einen schönen Traum gehabt und hat gedacht, ich probiere es nochmal und dann sieht man, was dabei herauskommt. Feststeht, dass es ein Riesenrennfahrer ist, sonst könnte er sowas nicht machen.
feststeht, dass sie sich vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr fassen sollte, ein bisschen geradliniger werden müsste, dass man sich ein bisschen danach richten kann. Das ist nicht nur für seine Gegner, das ist auch, glaube ich, in der ganzen Mannschaft so, dass er die Mechaniker da ein bisschen springen lässt und die sich auch manchmal an den Kopf greifen und sagen, was will er dann eigentlich? Wir machen doch schon alles. Die Spitzengruppe hat den Vorsprung etwas erhöhen können. 2 Minuten 52 Sekunden für Reiter Garmendier und Stefan Olleux, der jetzt wieder in die Führungsarbeit hineingeht. Alle können froh sein, dass es hier wirklich fast nur bergab geht. Dann könnte es vielleicht auch Möglichkeiten geben, dass dieses Duo alleine ankommt in Fribourg. Laurent Dufault hätte sich wahrscheinlich heute einen Etappensieg gewünscht in seiner Heimat, in der französisch sprechenden Schweiz. Fribourg selber ist ja zweigeteilt. Ich denke, man kann das so bezeichnen. Zweigeteilt, was die Sprache betrifft. Es wird zum größten Teil Französisch gesprochen und zum kleineren Teil in der Minderheit deutschsprachig. Ist so die Grenze in der Schweiz zwischen dem deutschsprachigen und französischsprachigen Raum. Jan Ullrich hat ja einen kleinen Traum. Nicht nur, dass er das Trikot, das gelbe Trikot am liebsten in Paris tragen würde. Er würde auch gern einmal Fallschirmspringen lernen. Rudi, du hast ja was ganz Besonderes dabei ausgedacht. Ja, ja, also ich kann ihm schon jetzt einen Sprung garantieren und er kriegt dann einen Gutschein von mir heute oder übermorgen oder morgen überreicht. Und bevor er Fallschirmspringer wird, soll er erstmal einen Tandemsprung machen. Ich habe einen Tandemsprung mal gemacht mit Eberhard Ginger. Und das ist schon eine ganz, ganz heiße Sache. Und ich habe mit Eberhard Ginger gesprochen. Er sagt, bei nächster Gelegenheit wird er mit Jan Ullrich mal einen Sprung absolvieren. Und dann kann man sehen, ob er immer noch Spaß daran hat. Also Jan, von hier aus, dieser Sprung ist garantiert. Und wir müssen nur mal einen Tag finden, wo wir das durchführen. Vielleicht besteht die Möglichkeit am nächsten Mai. Putton 16 Sekunden, der Rückstand groß. Bei der letzten Zeitmessung auch dabei Michael Bogart und Peter Luttenberger. Alle fahren sie in dieser Gruppe, um wieder den Anschluss, zumindest mal den Zeitverlust etwas reduzieren zu können. Bleibt wirklich abzuwarten, ob sie es tatsächlich schaffen können. Die Fahrer befinden sich zwischenzeitlich in Epagny Gruyère. Ihnen vielleicht besser bekannt durch den Käse, den Gruyère-Käse. Und die ganze Landschaft hier, eine fantastische Gegend. Wir sehen rechts den kleinen See, Lac de Noir. Die Zeit wird noch einmal angezeigt für die Gruppe mit Jan Ullrich. Der Rückstand auf die zwei Ausreißer, Aitor Garmendier und Stefan Olleux. Da sind sie, die zwei Ausreißer. War ja eigentlich auch heute irgendwann mal an der Zeit, dass einige Fahrer vorne rausfahren, alleine ankommen. Auch an den Etappen, die nicht ganz so schwer sind, wie in den Pyrenäen oder Alpen. Die Gruppe mit Jan Ullrich auf der Verfolgung. Weiß nicht, ob da so richtiges Interesse besteht, da nochmal vorzukommen. Die Mannschaft Banesto hat sich jetzt hier in die Führungsarbeit eingeklinkt, gemeinsam mit der Mannschaft Mercatone Uno. Welche Interesse könnte Banesto verfolgen bei dieser Aufholjagd? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen hier. Ich meine, Banesto haben bisher noch keine Etappe gewonnen.
Ich frage mich nur, wer dann von Banesto, wenn sie die ganze Arbeit machen, wer dann noch die Etappe gewinnen kann. Ich sehe an für sich keinen großen Sinn. Vielleicht ist man auch nur dabei, um versucht, die anderen mit zu animieren, dass sie ein bisschen mitfahren. Aber aus den letzten Bildern der letzten Tage und auch der letzten Jahre hat man ja immer wieder gesehen, so wie eine Mannschaft anfängt, die Arbeit zu machen, hören alle anderen Mannschaften auf. Und das ist an für sich schade. Aber so ist die Entwicklung jetzt eben und muss man sehen, was daraus wird. Wir haben gesehen, dass vorhin Mercadone gearbeitet hat, die haben aufgehört, sind jetzt nicht mehr dabei, jetzt macht Banesto die Arbeit. Für mich so ein bisschen unbegreiflich, aber bitte. Das ist mal so, das akzeptieren wir so und die Mannschaften, die praktisch so viele Kilometer vor dem Ziel immer die Arbeit gemacht haben, haben in den letzten Tagen immer gesehen, dass es praktisch dann die Verlierer waren. Der sportliche Leiter, gerade eben gesehen im Fahrzeug, Marc Madiot, der ehemalige Radprofi, ist sportlicher Leiter in der Equipe La Française des Jeux. Freuen sich, dass hier endlich mal einen Fahrer alleine unterwegs haben, vorne raus. Wenige Kilometer vor dem Ziel der 16. Etappe von Morsi nach Fribourg. 2 Minuten und 15. Der Vorsprung auf die Gruppe um Jan Ullrich ist also kleiner geworden. Es waren zuvor 2 Minuten und 52 Sekunden. 7 Minuten und 30 Sekunden auf die Gruppe mit Bjarne Riis und Peter Luttenberger. Ich glaube, das wird ein ganz herber Schlag für Bjarne Riis, wenn er ins Ziel kommt und immer noch diesen Rückstand haben sollte. Ja, er kann natürlich auch Glück haben, dass irgendwann in der Verfolgergruppe die Arbeit eingestellt wird, dass man sich anguckt, dass keiner mehr mitmacht. Wenn dann die Gruppe um Bjarne Riis hinten weiterfährt, dann kann er absolut nochmal da vorne hinkommen. Ich würde das momentan ein bisschen bezweifeln. Aber wir haben ja alles schon erlebt ja bei dieser Tour. Albeuf ist erreicht nach 141 Kilometer, exakt 40 Kilometer noch bis ins Ziel. Natürlich auch nicht nur Albeuf, diese kleine Gemeinde, auch der Kanton Fribourg. Van den Brugge war gerade zu sehen. Christophe Miro, Jan Ullrich, vor ihm direkt Georg Totschnig und Udo Bölz. Die zwei einzigsten aus dem Team Telekom, die hier Arbeit leisten können für Jan Ullrich. Sieht gar nicht so gut aus für die zwei Ausreißer. Nein, sie haben noch 1,50 haben sie knapp Vorsprung. Und man sieht da hinten, dass da wirklich Tempo gemacht wird. Möglicherweise wird auch Tempo gemacht, um Bjarne Riis da nicht mehr herankommen zu lassen. Mit Abraham Molano und José María Jiménez haben die Banesto-Leute zwei Fahrer unter den ersten 10. Jiménez auf Platz Nummer 8 und Molano auf Platz Nummer 6. Der Rückstand zu groß, um hier nochmal auf Jan Ullrich einwirken zu können. Roberto Conti nimmt die Führungsarbeit. Eine Reihe wird gefahren. Rudi wird ja auch oft als belgische Reihe bezeichnet. Beatsberg mit 189. Ja, das ist so ein Mannschaftszeitfahren, wo da vorgeführt wird. Man sieht, es haben sich jetzt zwei Mannschaften hier angereiht. Es ist nicht mehr eine Mannschaft allein, die da Tempo macht. Und man kann auch sofort feststellen, dass dann es einfach ganz anders räumt, dass ein ganz anderer Schnitt rauskommt, wenn sich mehrere Mannschaften daran beteiligen. Woher kommt eigentlich der Name belgische Reihe oder Kreisel, wie auch meistens bezeichnet wird? Das ist ein belgischer Kreisel, das ist an für sich dummes Zeug. Normalerweise heißt es, es wird eine Staffel aufgemacht und da reiht man sich hintereinander ein. Das war schon bevor man in Belgien Radrennen gefahren hat, aber das wird normalerweise kommt es her, weil in Belgien am Meer da in Ostende am Kanal da die oder sehr, sehr viele Rennen gefahren werden und da wirst du einfach auf die Kante gepackt. Und da hat irgendwann mal einer gesagt, belgische Reihe, weil er da
nicht damit zurechtkam. Aber im Grunde ist das keine belgische Reihe, das ist dummes Zeug. Das ist eine Staffel, die sich da bildet, die sich da formiert. Und das kann genauso gut eine deutsche Reihe sein oder eine französische Reihe. Der Vorsprung wird kleiner. Unter zwei Minuten bereits für Stefan Hulot und Aitor Garmendia. Die sehen jetzt auch nicht mehr ganz so aktiv aus. Abraham Olano, was hat er nur vor? Ja, ist heute der Wasserträger hier. Wie viele Flaschen hat er da drin? Jetzt hinten 5 Stück. Mein Gott, nochmal, der ist ein richtiger Packesel heute. Ne? Und noch eine rein. Und noch eine. Hoffentlich reicht ihm das bis ins Ziel auf die letzten 40. Fährt jetzt gleich wieder nach vorne. Mal sehen, was er vorhat. Da passt der Ausdruck jetzt richtig rein. Der Wasserträger. Laurent Dufour. Er wird sich jetzt gleich wundern, was nach vorne gebracht wird. Ja, und das Schöne ist natürlich, und das Seriöse, was die Rennfahrer wirklich akzeptieren. Ich habe noch niemals erlebt, dass ein Fahrer, wenn einer so vollgepackt nach vorne fährt, dass ein Fahrer aus einer fremden Mannschaft hier einfach die Flasche aus dem Trikot zieht. Wäre vollkommen ohne Problem. Aber die haben natürlich alle ihre Mannschaftswagen hinten. Die können selbst nach hinten gehen, können sie die Flaschen abholen. Schade, dass man die Bilder nicht mehr sieht wie bei uns früher, wo wir praktisch in die Gasthäuser eingedrungen sind und haben da die Kühlschränke auseinandergenommen und sind dann wieder aufs Rad gestiegen und sind weitergefahren. Ich meine, das Beste wäre dann damals gewesen, wenn du rauskommst und wäre kein Rad mehr da gewesen. Der Wirt sagt, er klaut mir meine Getränke hier, dann kann ich ihm auch sein Fahrrad klauen. Aber das ist nie passiert. Und wir haben uns auch damit nie auseinandergesetzt. Wir sind rausgekommen und unser Fahrrad war einfach da. Heute wäre das wahrscheinlich nicht mehr in der Art und Weise möglich. Zum einen natürlich nicht mehr die Getränke beim Wirt aus dem Kühlschrank zu holen. Und zum anderen würde das Fahrrad ganz gewiss nicht mehr dastehen. Aitor Garmendia. Hat aber nichts mit den vielen Ausländern zu tun, die wir hier haben. Stefan Hulot informiert sich ein wenig bei Marc Madiot, dem sportlichen Leiter. Ist noch guter Dinge. Beide verpflegen sich ein wenig kurz vor dem Ziel. Nach knapp 37 Kilometer zu fahren bis nach Fribourg. Und hinten die Reihe mit der Mannschaft Banesto und Mercatone Uno. Das hat man im Verlauf der Tour noch gar nicht gesehen, dass sich zwei Mannschaften vorne einreihen und ja, Tempo machen. Ich habe sie eben schon angeschnitten und man sieht einfach, dass das ganz anders räumt. Und ich glaube fast, dass man das dem Bjarne Ries zuliebe macht. Zuliebe in dem Sinn natürlich negativ. Dass er seinen Platz verliert, den er inne hatte bisher. Und ich bin mal gespannt, mit wie viel Zeit Rückstand er hier in Fribourg ankommt. Weil ich nicht glaube, dass die Gruppe hinten um Bjarne Ries so gut läuft wie diese hier. Für die Schweizer ist es heute ein ganz besonderer Tag. Tour de France macht Station in der Schweiz. Und Laurent Dufour, Beat Berg, sie würden sich freuen, wenn sie heute bei dieser Etappe zur Siegerehrung antreten dürften. Allerdings, da müssten sie die Etappe gewinnen, hier in Fribourg. Auch für Aitor Garmendia ist Zeit, sich erneut zu verpflegen. Aus dem Auto werden Getränke gereicht. Vielleicht verspüren sie schon einiges, dass die Verfolger gleich von hinten herankommen, dass der Vorsprung nicht mehr allzu groß ist. Ja, mal sehen, wie das aussieht auf den nächsten Kilometern. Und ich habe gerade noch mal dieses Bild mir genau angeguckt, wie der sportliche Leiter da diese Getränke da aus dem Auto gereicht hat. Zu unserer Zeit einfach unvorstellbar. Da hätte es sofort mit Strafen gehagelt und beim zweiten Mal mit einer Zeitbuße und beim dritten, vierten Mal hätte man gesagt, pass auf, aus dem Rennen, das existiert einfach nicht, dass du dich versorgen lässt. Wir haben heute 250 Kilometer zu fahren und dann nimmt er deine Sachen mit
wir haben Verpflegungskontrolle unterwegs. Da kannst du annehmen, was du willst. Aber diese Bilder, das gab es einfach nicht. Ein Hindernis wird angezeigt. Die Stürze aus der ersten Tour de France-Woche sind zum Glück vorbei. In der letzten Woche oder auch gestern gab es nicht allzu viele schlimme Stürze. Allerdings einige Fahrer, die das Rennen bereits beendet haben, gestern nicht mehr an den Start gegangen sind, beziehungsweise gestern ausgestiegen sind. Die prominentesten unter ihnen, das ist zum einen Fabio Baldato aus der Mannschaft MG Technogym, Pascalino aus der Mannschaft Big Matt, der 1992 10 Tage lang das gelbe Trikot getragen hat, hat sich gestern verabschiedet. Wir haben es ja gesehen, zu Beginn der gestrigen Etappe, er klagte über Beschwerden am linken Bein. Vielleicht für ihn der Grund gewesen, die Tour de France 97 zu beenden. Und auch Jean-Philippe Jouvin, gestern mehrfach gesehen am Schluss des Feldes, er verabschiedete sich gestern von der Tour de France. Für sie vielleicht der beste Eindruck, die beste Erinnerung an Jean-Philippe Jouvin am Anstieg hinauf nach Andorra, als er führte, noch bevor Jan Ullrich die Initiative ergriff und die Etappe gewinnen konnte. Beat Berg beteiligt sich genauso wie Roberto Conti, sein Teamkollege, an der Führungsarbeit. Das Schloss Engruyère, eines der schönsten Schlösser in der Schweiz überhaupt. Eurosport ist wieder zurück mit der Live-Übertragung der 16. Etappe von Morcy nach Fribourg. 181 Kilometer die Gesamtdistanz. Aitor Garmendia und Stéphane Hulot mit 27 Sekunden Vorsprung auf die Gruppe um Jan Ullrich. Der Vorsprung wird geringer. Sie wissen, dass es in Kürze um sie geschehen ist, dass sie die heutige Etappe mit Ankunftsort in Fribourg nicht alleine gewinnen können. Stéphane Hulot schaut sich einmal um, um natürlich hinten zu sehen, wie weit sind die Verfolger eigentlich noch von uns entfernt. Da kommen sie bereits. Die Mannschaft Banesto und die Mannschaft Mercatone Uno waren maßgeblich daran beteiligt, dass es hier wenige Kilometer vor dem Ziel wieder zum Zusammenschluss kommt. Seit Kilometer 45 sind sie unterwegs. Zunächst mal in einer 7er-Gruppe. Dann verabschiedete sich Gianluca Pierobon. Anschließend Georg Totschnig. Und zum Schluss beim Anstieg auf dem Col de Mos auch die restlichen Fahrer. So Frank van den Broeke und Christophe Mureau. In diesem Augenblick ist es auch um Stéphane Hulot und Aitor Garmendia geschehen. Es gibt hier in der Gegend übrigens einige Ortschaften, fast jede Ortschaften, bei der man Käseproduktion besichtigen kann. Die Produktion des Gruyères. Sollten Sie einmal hier nach Fribourg kommen, können wir das von unserer Seite aus zumindest einmal bestens empfehlen. Und da können Sie auch mal genau mitkriegen, wie die Löcher in den Käse kommen. Immer wieder eine große Frage. Wir wissen zwar mittlerweile. Ich weiß, ich habe das des Öfteren schon gesehen, aber es ist sehr, sehr schwer zu erklären, wie diese Löcher da praktisch reingebohrt werden. Aber am besten kommen Sie mal selbst in die Gegend und gucken sich an und dann wissen Sie das genau. Sie sollten auf jeden Fall das Fahrrad oder den Rucksack zum Wandern mitnehmen. Eines von beiden muss man hier dabei haben. Die Gegend ist für beide Sportarten nahezu prädestiniert. Das zeigen hoffentlich auch die Aufnahmen, die Übertragung von Eurosport. Die Ortschaft Bühl wird erreicht. Die Bezirksstadt des Bezirks Gruyère.
Eine schöne alte Stadt mit ungefähr 8000 Einwohnern auf einer Höhe von 770 Metern. 27 Kilometer vor dem Ziel des heutigen Etappenortes in Fribourg. Ja, und da, wo die Rennfahrer jetzt fahren, das ist so diese alte Nationalstraße, die früher von Basel über Bern nach Fribourg runter, über Bül eben, wo sie durchfahren, nach Vevey und dann entweder in Vevey rechts ab nach Genf oder links ab nach Matigny und dann über den Grand Saint-Bernard, wo man dann nach Haus da reinkommt. Sie fahren jetzt praktisch parallel der Autobahn, die man seit etwa 10, 15 Jahren hier fertiggestellt hat. Wir werden nachher aller Voraussicht nach auch mal einige Bilder bekommen, die Parallele zu dieser Rue Nationale, die Autobahn sehen. Ja, man sieht hier am Ausdruck von Bjarne Ries, der doch ein bisschen, ich will nicht sagen, schmerzverzerrt ist, aber nicht so aussieht wie die Bilder, die man sonst von ihm kennt. Und das schlägt sich bei vielen Rennfahrern, wenn man sie genau anguckt und wenn man sie ein bisschen kennt, dann doch auch im Gesicht oder am Gesichtsausdruck nieder. Ein weiterer Blick auf die Stadt Bül. Aus dieser Gruppe wird der heutige Etappensieger herauskommen. Jan Ullrich wird sich wohl kaum hier in dieses Finale richtig mit einmischen. Es gibt ja auch immer wieder so dieses Sagen, dass sich der Träger des gelben Trikots aus diesem Massensport raushält. Einfach aus Sicherheitsgründen. Zählt das heute genauso noch so wie früher? Ja, ich glaube, das zählt heute noch genauso wie früher. Man hat gesehen, dass Jan Ullrich sich da im Ende daran gehalten hat. Er hat weder gestern noch vorgestern demonstriert, dass er in Gelb fährt. Er fährt in Gelb. Und das heißt, dass er der Leader im Gesamten ist und er möchte da nicht da im Sprint noch den einen oder den anderen einen Platz wegnehmen. Er hat auch schon bewiesen, dass er Etappen gewinnen kann und das beim Zeitfahren und das bei einer sehr, sehr schweren Ankunft eben oben in Andorra. Und da muss er sich nicht unbedingt in die Sprints damit reinhalten. Er soll sich auch da aus dem Etappensieg rausholen. Wir haben noch 25 Kilometer zu fahren. Und mal sehen, ich könnte mir gut vorstellen, dass natürlich Udo Bölz so ein bisschen juckt, wie gestern und vorgestern auch beim Bjarne Ries, dass ihm so ein bisschen juckt, so einen kleinen Etappensieg, wenn man sagt, da, was natürlich eine großartige Sache ist, nach Hause zu fahren. Udo wäre in der Lage dazu, das kann sich aber erst entscheiden auf den letzten ein, zwei Kilometer, wenn er da einigermaßen gut platziert ist. Und Jan sich wirklich gut fühlt, also sagt, pass auf, Jan, wie fühlst du dich? Kannst du mal versuchen, mal ein bisschen anzuziehen für mich und dann werde ich mal probieren. Aber das werden wir in der nächsten halben Stunde bis 35, 40 Minuten werden wir das erfahren. Es gibt gleich noch eine weitere Sprintwertung, die zweite am heutigen Tage, gleichzeitig auch die letzte. 24 Kilometer vor dem Ziel. Und die Gruppe mit Bjarne Ries kommt näher. Knapp 4,5 Minuten noch der Rückstand auf die Spitzengruppe. Immer noch die Mannschaft Banesto und Mercatone Uno, die das Tempo forcieren. Optimal für Jan Ullrich, Georg Totschnig und natürlich Udo Bölz. Der zweite Sprint am heutigen Tage nach 157 Kilometern. Enria. Beat Berg hebt ihr den rechten Arm. Meter bis zu dieser Sprintwertung. Aber hier wird natürlich auch
in dieser Gruppe nicht mehr gesportet um eventuelle Punkte. 6, 4 und 2 Punkte gibt es natürlich auch bei dieser Sprintwertung in Rias. 24 Kilometer vor dem Ziel. Heute Morgen kam der Wind auf diesem Streckenabschnitt von vorne. Wir wissen natürlich nicht, ob es momentan noch genau so ist. Müsste man so eine kleine Fahne irgendwo am Straßenrand sehen. Aber sollte es auf jeden Fall hier so sein, dass der Wind noch immer von vorne den Fahrern ins Gesicht bläst, haben sie Schwierigkeiten, dieses Tempo, diesen Vorsprung weiterhin beizubehalten. Auch hinten wird es natürlich nicht leichter werden in der Gruppe mit Peter Luttenberger und Bjarne Ries. Ja, aber hier ist richtig Zug drin in der Gruppe, da wird richtig gefahren. Und so wie sie hier aufgereiht sind, habe ich fast das Gefühl, dass der Wind immer noch von vorne kommt. Frank Vandenbroucke, nur am Schluss dieser Gruppe zu sehen, führt er momentan keinen Meter. Vielleicht ist er derjenige, der am Schluss dann profitieren wird. Rund 5 Kilometer vor dem Ziel in Fribourg gibt es noch mal einen kleinen Anstieg. Vielleicht einen, anderthalb Kilometer lang, nicht schwierig. Aber wäre das für dich ein Punkt, wo man angreifen könnte? Da könnte einer eine Attacke lancieren, aber bei diesem Schnitt, der hier gefahren wird, da musste schon gut drauf sein, wenn man da versucht wegzuspringen. Ich meine, man muss ja dann auch alleine zum Ziel kommen. Und die Gruppe ist so groß und auch gut besetzt. Es wird bestimmt sehr, sehr interessant werden. Gianluca Pierobon wird abgelöst durch Orlando Rodriguez, die 159. Eins muss man ja lassen, zugunsten von Beatsberg, der sich nach der gestrigen Etappe noch einmal verbessern konnte, von Rang 13 auf Rang 12. Er fährt eine hervorragende Tour de France. Eigentlich auch nicht sein Metier. Er ist eher ein Spezialist für die Klassiker. Und fand es auch ein bisschen schade, dass seine Mannschaft Mercatone Uno ihn im Frühjahr ein wenig im Stich gelassen hat. Ihn nicht eingesetzt hat, nicht richtig für ihn gefahren ist bei den klassischen Straßenrennen. Vielleicht revanchiert er sich ja heute mit einem Etappensieg bei der Tour de France. Vor allem die Krönung für ihn natürlich in der Schweiz. Bis zum Ziel für Jan Ulrich, Udo Bölz, selbstverständlich auch für Richard Verranc. Alles gut. Noch immer in der Führungsarbeit die Mannschaft Mercatone Uno. Leistet wirklich einen Haufen Arbeit. 4 Minuten und 37 ist der Vorsprung groß. Auf die Gruppe um Bjarne Ries. Ein tolles Sportereignis heute in der Schweiz. Nicht zum ersten Mal in der Schweiz, aber zum ersten Mal in Fribourg. Ich habe bei mir in diesem Augenblick Herrn Adolf Ogi, dem Sportminister in der Schweiz. Wie sieht es aus? Welchen Stellenwert hat die Tour de France hier in der Schweiz? Natürlich in erster Linie heute in Fribourg. Ja, wir sind natürlich stolz und wir sind erfreut, dass diese große Veranstaltung, die Tour de France hat ja heute einen Stellenwert, der unglaublich groß ist, dass diese Tour de France in die Schweiz kommt, hier in Fribourg ist. Fribourg hatte ja Probleme, wirtschaftliche Probleme im letzten Jahr ganz besonders, und jetzt ist ein Ereignis, an dem man sich freut. Es sind Zehntausende von Leuten sind hier, die freuen sich, damit wird wieder Hoffnung einkehren in diese Stadt und damit wird auch große Freude vorhanden sein, und ich hoffe, dass dieses Feuer, das hier zu spüren ist, dass dieses Feuer sich auch auf
den Rest der Romandie und auf die Schweiz ausbreiten wird. Die Schweizer haben ja ganz gewiss keine Probleme mit den Radsportlern. Ich weiß nicht genau, wie es in den anderen Sportarten aussieht, aber in der Gesamtwertung sind ja mit Oskar Kammenzin und Laurent Dufault, auch natürlich mit Beat Berg, drei Schweizer unter den ersten 12. Ist das ein Erfolg für die Schweiz? Ja, natürlich sind wir traurig, dass sowohl Rominger und Sülle ausgefallen sind. Und die Art und Weise des Ausfalles hat uns natürlich, ich darf schon sagen, beschäftigt. Und wenn diese zwei noch da wären, dann wären hier vielleicht noch 10, vielleicht 20, vielleicht 30.000 mehr Leute wären am Straßenrand. Wir freuen uns natürlich über die Leistungen von Dufault, Kammenzin und Zberg. Und wir hoffen, dass es vielleicht Zberg gelingt, hier in Fribourg zu gewinnen. Wäre natürlich ein schöner Tag, nicht nur für Beat Berg und die Familie Zberg, natürlich auch für die Schweizer. Will es vielleicht auch nächstes Jahr eine erneute Etappe hier in der Schweiz geben? Also ich habe mit Jean-Claude Killy gesprochen und ich habe gesagt, gut, ich habe noch mit keinen Orten gesprochen, aber die Schweiz ist immer bereit. Ich hoffe, nächstes Jahr wird ja die Tour de France in Irland gestartet, um der Weltmeisterschaft im Fußball etwas aus dem Weg zu gehen. Und vielleicht ist vielleicht auch die Möglichkeit, dass die Schweiz wieder zum Zuge kommt. Es gibt viele Kandidaten in der Schweiz, die bereit wären, diese Veranstaltung in eine Etappe der Tour de France zu übernehmen. Und die Tour de Suisse geht ja nächstes Jahr auch nach Italien und übernächstes Jahr, glaube ich, nach Österreich. Also dieser Sport ist grenzüberschreitend und das ist sehr gut in diesem Land der vier Kulturen und der vier Sprachen und der 26 Kantone. Oh, jetzt haben wir es ganz genau. 26 Kantone, vier Sprachen und viele, viele Kulturen. Das haben wir natürlich auch schon bei der Tour de Suisse erlebt, die ja unmittelbar vor der Tour de France zu Ende gegangen ist. Wie sieht es aus mit dem Nachwuchs im Sport in der Schweiz? Gibt es da einige Größen, die vielleicht auch in Zukunft, insbesondere im Radsport, von sich reden machen? Also ich werde ja den Sport übernehmen auf den 1. Januar 1998 und ich bin hier etwas als Lehrling. Ich will diese Großveranstaltung sehen. Ich will sehen, was sich im Sport tut, was sich im Radsport tut. Ich bin zwar sehr interessiert im Sport. Ich war jahrelang Direktor des Schweizerischen Skiverbandes, habe 17 Jahre die Schweizer Skifahrer geführt. Und jetzt muss ich mich und darf ich mich mit dem gesamten Sport auseinandersetzen. Ich glaube, der Radsport hat in der Schweiz einen großen Stellenwert und er ist sehr attraktiv. Und diese Tour de France und die Tour de Suisse, die auch in der Gesellschaft eine große Bedeutung spielt, die sind animierend. Die sind so, dass viele junge Fahrer sich für den Radsport interessieren. Und von dem her gesehen glaube ich, dass gerade im Radsport der Nachwuchs bereit ist und dass sie in den nächsten Jahren noch von einigen guten Schweizer Fahrern hören werden. Ob sie dann den absoluten Durchbruch schaffen werden, das heißt in die Spitze bei der Tour de France zu fahren, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, dass wir im Radsport keine Nachwuchsfragen, keine Nachwuchsprobleme haben. Die Tour de France ist das eine, die Weltmeisterschaft in Châteaudun das andere. Ihr Tipp vielleicht für die Weltmeisterschaft, Thomas Frischknecht? Thomas Frischknecht ist mein großer Favorit. Er hat das auch bewiesen an den Olympischen Spielen in Atlanta. Und wir haben noch einige andere, die hier vorne hineinfahren können. Auch bei den Damen sieht es gar nicht schlecht aus. Auch dieser Anlass in Châteaudun ist sehr wichtig für den Radsport, ist sehr wichtig für die Sportentwicklung in der Schweiz. Wir wollen ja auch die Olympischen Winterspiele 2006 in Sion, in Wallis organisieren. Und ich glaube, diese Veranstaltungen, wenn man das heute sieht, die zieht die Begeisterung, dann ist es doch vielleicht der Sport, der gerade uns hilft, aus der Krise herauszukommen. Wir sind ja in einer Art Krise, wirtschaftlich gesehen, und jetzt kommt doch mit dem Sport die Freude zurück, die Begeisterung ist spürbar und man glaubt wieder an die Zukunft. Und mir scheint es wichtig zu sein, dass man vor allem von der Zukunft spricht und nicht nur in Vergangenheitsbewältigung macht. Hoffentlich funktioniert es. Nicht nur in der Schweiz, natürlich auch in Österreich und in Deutschland, gar keine Frage. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Adolf Ogi. Ich wünsche noch viele Informationen, dass Sie die bekommen werden hier bei der heutigen Etappe der Tour de France in Freiburg. Ja, vielleicht kommen wir bald wieder zurück. Und ich danke Ihnen. Ich verfolge jeden Tag diese Etappen und habe gestern Abend die Etappe verpasst und habe dann auf Eurosport bis um 4 nach 12 in der Nacht habe ich mich dann informiert, damit ich heute hier wirklich ein informierter Bundesrat der Schweiz bin und weiß, was sich im Radsport abspielt. Okay, besten Dank. Sie haben es gesehen, liebe Radsportfreunde, in der Spitzengruppe hat sich nicht allzu viel verändert im Laufe der letzten Kilometer. Grund für uns natürlich einmal, die Schweizer Politik ein wenig hinzuzuziehen. Und da dient natürlich in erster Linie auf der Seite von Eurosport Rudi Altig, der selbstverständlich sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz ein nach wie vor sehr bekannter Mann ist und mit vielen Sportlern
vielen Politikern immer noch persönlich befreundet ist. Hier sehen wir jetzt einmal die neue Autobahn, parallel dazu die Rue Nationale, die natürlich immer noch die Fahrer, die Autofahrer sowie die Radfahrer vom Norden der Schweiz in den Süden führt, an den Genfer See hinunter. Auf der Autobahn ist es ein bisschen teurer, geht dafür schneller. Der Rückstand mit der Gruppe um Bjarne Riis und Peter Luttenberger bleibt identisch, immer noch bei ungefähr 4 Minuten und 30 Sekunden. Im Hintergrund haben Sie gesehen den Lac de Gruyère, einer der größten künstlichen Seen in der Schweiz. Wird abgeschlossen durch eine Staumauer, die Staumauer von Rossan. Erbaut im Jahre 1948. Und die kleine Insel in der Mitte des Sees zeigt die Ruine des Schlosses, des Château d'Auch. Le Brie. Nach 165 Kilometern ist erreicht. Erneut geht es ein klein wenig den Berg hinauf. Bis zum Ziel sind es noch 16 Kilometer. Die Mannschaft um Beats Berg macht das Tempo mit Roberto Conti. Am Hinterrad die Equipe Nesto. Wird natürlich jetzt relativ schwierig, hier einen Sieger ausmachen zu können. Die Sprinter schon längst nicht mehr dabei. Oh, das ist natürlich gefährlich hier, was der mit dem Auto da macht. Aber man sieht ja immer wieder diese vielen, vielen Zuschauer hier. Und man sieht auch, dass die Rennfahrer da sofort Verständnis aufbringen, egal welcher Mannschaftswagen da reinfährt. Denn man muss ja 3 Wochen zusammen arbeiten. Aber Sie haben es gesehen, das ist nicht immer für die Chauffeure, die Autos da über die Tour de France bringen müssen, dass das nicht immer ganz ungefährlich ist. Wir haben auch schon einige der Begleitfahrzeuge gesehen mit großen Beulen. Ja, und einige haben auch schon ganz aus der Kolonne entfernt. Und die Polizei greift in diesem Jahr wesentlich härter durch, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Auch ich hatte so ein kleines Problem, aber das ich gelöst habe in dem großen Glück, dass der Schutzmann, der mich angehalten hat, schon ein bisschen älter war. Und als ich ihm meinen Führerschein dann zeigte, hat er ihm wieder zugeklappt und hat gesagt, ich soll demnächst ein bisschen vorsichtiger sein. Man lebt einiges im Verlauf der mittlerweile 2,5 Wochen Tour de France. Am Sonntag geht sie zu Ende in Paris auf dem Champs-Élysées. Haben auch schon Stimmen gehört, dass einige Journalisten froh sind, dass sie wieder nach Hause kommen. Für die Begleitpersonen genauso wie für die Fahrer manchmal wirklich ein absoluter Marathon. 3 Wochen Tour de France. Francesco Casagrande hinter Georg Totschnig und Jan Ullrich. Jan Ullrich hat heute wieder einen hellen Kopf gezeigt. Ist in jeder Gruppe mitgefahren. War wirklich sehr wachsam. Trägt dazu bei, dass er sein Trikot zumindest mal auch heute erfolgreich verteidigen kann. Ja, und ich bin mal gespannt, ob der Erfolg für die Mannschaft herausspringt, die heute hier am meisten arbeitet. Und ja, ob diese Rechnung aufgeht von Mercatone Uno und Vanesto. Frank van den Broeke immer noch am Schluss der Gruppe. Er ist eigentlich so ein bisschen der Geheimtipp für diese Etappe. Fahrer aus der Mannschaft Mapei, 24 Jahre alt. Ob der nicht wohl doch noch zum Schluss irgendwo hinten rauskommt, angreift und versucht wegzufahren. Könnte natürlich an Ulrich gar nichts Besseres passieren, wie das hier mit Roberto Conti, die Mannschaft Mercatone Uno und Banesto das Tempo machen. Einige der Favoriten sind hinter ihnen, über 4 Minuten Rückstand.
Zum Beispiel diese Gruppe mit Michael Bogart, Alberto Eli und Pascal Chanteur. In der sich auch Bjarne Ries und Oskar Kamenzin befinden. Özgi gerade gesehen im roten Trikot mit dem weißen Kreuz des Schweizer Meisters. Sein Fanclub aus Gersau ist natürlich auch heute wieder hier in Fribourg dabei. Bereits in Alpe d'Huez hat man sie gesehen. Und durchwandeln immer wieder den Zielbereich mit den riesigen Kuhglocken. Sorgen hier für Stimmung. Beatsberg. Rudi, wie würdest du die heutige Etappe hier in Fribourg oder mit Etappenankunftsort in Fribourg fahren? Wir haben ja die letzten 30, 40 Kilometer vor dem Ziel gesehen. Wo gäbe es für dich eine Möglichkeit, hier nochmal zu versuchen wegzukommen? Ja, hier, wenn man einigermaßen gut drauf ist, das ist dieser kleine Anstieg kurz vor dem Ziel, das ist so 2-3 Kilometer, kann auch 40 Kilometer vor dem Ziel sein, dass man da richtig mit Gewalt versucht wegzuspringen, und da muss man einfach die Kraft haben, dann durchzuziehen. Oder wenn ich meine, ich bin schnell genug, und dann suche ich mir den schnellsten hier aus dem Feld raus. Ich bezweifle jetzt oder wage nicht zu behaupten, wer hier der schnellste ist, aber Udo könnte so ein bisschen Chance haben. Der hat ja auch letztes Jahr in San Sebastian praktisch das Rennen im Spurt gewonnen. Und Udo, wenn er sich ein bisschen schont, wenn er ein bisschen klein fährt hier, wenn er die Beine ein bisschen sich locker machen kann, ein bisschen glücklich auf die letzten 500 Meter reingebracht wird, und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es gar nicht ausgeschlossen ist, dass Udo auch heute die Etappe gewinnen kann. Wir haben ja immer die Etappenankünfte gesehen, als Erik Zabel gewonnen hat. Könntest du dir vorstellen, dass heute zum Beispiel Jan Ullrich im gelben Trikot für Udo Bölz mal so ein bisschen den Spurt anzieht? Ja, ich habe das vorhin auch schon gesagt. Wahrscheinlich wird Udo mit ihm ein bisschen sprechen. Wird sagen, pass auf, Jan, wie gut bist du drauf? Bist du in der Lage, mir so ein bisschen da, mich ein bisschen da vorne hineinzubringen? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da Jan nicht abgeneigt ist, dass er das macht, weil ich glaube nicht, dass Jan sich da jetzt bei den 18 Fahrern oder wie viel das sind, da hinten sich draufsetzt und dann möglicherweise, wenn es in den Spurt reingeht, sind zwei, drei Ecken noch zu fahren, die das Feld so ein bisschen auseinanderziehen, dass er da möglicherweise noch einen Sturz riskiert. Er wird unter den ersten 5, 6 Fahrern sein. Wenn er mit Udo diese Absprache hat, dann wird er versuchen, den Spurt ein bisschen zu lancieren. Und warten wir es ab, wie es ausgeht hier. Also möglich ist hier bei diesen Fahrern hier heute alles. Die Zielankunft in Fribourg ist da relativ lang gezogen. Die Zielgerade circa 1 Kilometer lang. Vorher geht es nochmal durch eine leichte Linkskurve, so, die man als Kurve gar nicht bezeichnen kann. Ich schätze den Tunnel ein, die Eisenbahnunterführung kurz vor dem Ziel. Ja, da ist so ein kleiner Huckel da. Da fährt man plötzlich ins Dunkle hinein. Und ich glaube nicht, dass das gefährlich sein wird, obwohl man nie weiß. Aber ich meine nicht, die Fahrer werden da frühzeitig gewarnt werden und nehmen da schon ein bisschen raus und wissen, was auf sie zukommt. Gerade gesehen, Georg Totschel hat Jan Ullrich so ein kleines bisschen wieder in dieses Loch an das Hinterrad von Udo Bölz herangeschubst. Ist es eigentlich laut Reglement erlaubt? Gab es das früher auch schon immer wieder? Ja, so im Feld kann man das schon machen, aber wenn sowas auf den letzten 1000 Meter gesehen wird, ja, da kann man sehen, du musst einfach auf jedem Meter, auf jedem Kilometer, musst du hellwachsam sein, und du darfst nicht da ein bisschen träumen. Diese Inseln, die immer wieder kommen, mit denen hatten wir früher nichts mit zu tun, da waren die einfach weg, und wenn so eine Insel war, und da war es vom Veranstalter der jeweiligen Region, war die Auflage, dass die Insel weg muss. Und wir sind dann hingekommen, war keine Insel mehr da. Und hinterher, wenn man Gederum da gefahren, haben wir plötzlich gesehen, dass die Insel wieder da ist. Also da haben die Veranstalter dafür gesorgt, dass diese Insel weg müssen und wegkamen. Und heute ist es so, dass diese Insel einfach da sind. Die Rennfahrer müssen sich damit auseinandersetzen. Und man muss einfach mehr aufpassen. Das ist immer wieder das alte Lied. Aber wenn du gut drauf bist,
dann bist du auch psychisch, auch siehst die Insel früher, du siehst ein Loch früher, du siehst einfach, wenn Stein im Weg, du siehst alles besser. Wenn du kaputt bist, siehst du nichts. Fährst in jedes Loch, du fährst auf jedes Hinterrad und in jedem Sturz bist du dabei. Man fährt ja auch unkontrollierter die Abfahrten hinunter, wenn man nicht mehr so gut drauf ist, wenn man schon Konditionsverlust hat. Ja, man ist einfach nicht so dabei, nicht so hellwach, nicht so bei der Sache und bremst dann später, will unbedingt dabei sein, bremst dann noch später und plötzlich ist es einfach zu spät. Da liegst du im Graben, da musst du sehen, wie du weiterkommst. Es geht gleich hinunter, bevor der letzte Anstieg erfolgt. Wenige Kilometer vor dem Ziel. Frank van den Broeke, das ist er hier am Schluss der Gruppe. Vielleicht ein klein wenig der Geheimtipp für diese heutige Etappe. Junger Mann aus Belgien, aus einer Radsportfamilie. Jedenfalls wird hier auf den letzten 30, 40 Kilometer haben sie unheimliches Tempo gemacht. Aber ich glaube auch mehr, ich habe es schon mal betont, um Bjarne Riis da ein bisschen rauszufahren. Jetzt dieser Punkt, es geht hinunter, ein klein wenig ins Tal. Im Hintergrund, vor wenigen Minuten haben Sie vielleicht gesehen, die Hochhäuser, die Peripherie von Fribourg. Immer wieder tolle Aufnahmen vom französischen Fernsehen. Die Spitzengruppe mit Jan Ullrich, Abraham Molano, Beatz Berg und Laurent Dufault. Manesto mit Angel Casero. Die nächste Kilometermarke vor den Fahrern. Das Finale kann also in Kürze richtig beginnen. 5 Kilometer bis zum Ziel nach Fribourg. Mag sein, dass die Mannschaft Panesto und Mercatone Uno ein klein wenig gegen Bjarne Riis fährt, den Kapitän aus dem Team Deutsche Telekom. Kilometer sind gefahren. Marco Pantani, 2 Etappen hat er schon gewonnen im Verlauf der Tour de France 1997. Vor ihm Laurent Dufault. Der Rückstand wird angezeigt für die Gruppe um Bjarne Riis und Peter Luttenberger. Da ist er, Bjarne Riis. Er sah letztes Jahr wirklich ein wenig frischer aus. Ja, der tritt sich ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen so die dicken, die hohen Gänge gewesen sind, die ihn hier ein bisschen zur Verzweiflung gebracht haben. Wir sind gespannt, das ist dieser Anstieg, von dem Rudi Altig schon mehrmals gesprochen hat. Die meisten Fahrer müssen hier natürlich wieder aus dem Sattel. 5 Minuten jetzt wieder der Rückstand für die Gruppe um Bjarne Riis. Ist wieder größer geworden. Ah, jetzt warten wir, wo der erste Angriff kommt an diesem Anstieg, wenn überhaupt. Ich glaube, das fällt hier. Die Spitzengruppe fährt so schnell, dass jeder da überhaupt keine Lust hat oder dass keiner da Lust hat anzugreifen, auch nicht in der Lage ist, da anzugreifen. Der wird zügig hier drüber gefahren, sodass wir mit einem kompakten Sprint, also dieser Gruppe, da rechnen können. Sollte nicht einer da die auf den letzten 1000 Meter da versuchen wegzuspringen, das Feld guckt sich gegenseitig ein bisschen an und dann ist passiert. Was passiert jetzt, wenn Mercatone Uno und auch Baneste die Beine hochnehmen, das Tempo nicht weiterhin oben behalten, denn er müdet ja das Tempo letztendlich auch in dieser Spitzengruppe. Ja, das wird man sofort sehen, wenn das Feld hier praktisch sich zu einer Traube formieren würde, aber das ist nicht der Fall. Man sieht das sehr schön hier vorne, sehr, sehr lang gezogen. Und dann hinten dieser Tropfen, wie so ein Wassertropfen, den man hochzieht. Letzten Kilometer zum Ziel, da geht es ein klein wenig wieder bergab. Noch 3 Kilometer, jawohl, da sind sie angezeigt worden. 3 Kilometer bis zum Ziel nach Fribourg. Zum ersten Mal ist die Kantonsstadt Ankunftsort
einer Tour de France-Etappe. Morgen geht es von hier aus weiter nach Colmar, in die Heimat von Jan Ullrich, in die momentane Heimat nach Merdingen. Da werden sich die Leute vom Thuniberg schon freuen, vor allem darauf vorbereiten, um hier nach Colmar anzureisen. Beat Berg geht aus der Führungsarbeit. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da morgen in Colmar richtig was los ist, wenn da der ganze Kaiserstuhl da in Colmar einrollt. Und nicht nur der Kaiserstuhl, ich glaube, mal ein bisschen zu übertreiben, der halbe Schwarzwald. Ja, wir haben es auch gesehen auf dem Weg hier nach Fribourg. Waren viele, viele Deutsche unterwegs. Nicht nur aus der Umgebung von Freiburg. Auch viele Schwaben sind hier bei der Tour de France seit fast einer Woche anwesend. Tempo ist enorm hoch. Vor allem, es hört ja auch nicht auf mit der Etappe nach Colmar. Es geht ja weiter von Colmar am Donnerstag in Richtung Morbihan über den Grand Ballon d'Alsace. Damit auch gleichzeitig die letzte schwere Etappe in den Bergen. So, es geht gleich runter. Eine kleine Unterführung. Jan Ullrich links fährt jetzt nach vorne. Rechts außen kommt Udo Bölz. Von hier aus dieser Perspektive, ganz auf der linken Seite. Ja, dann haben sie nicht miteinander gesprochen. Sonst würde sich Udo ein bisschen in der Nähe von Jan aufhalten. Hier sehen wir die erste Demarage. González dürfte das sein aus der Mannschaft. Kelme, Costa Blanca, Eurosport. Jetzt geht's runter, die Rechtskurve unter diese Bahnunterführung durch. Noch einmal Rechtskurve, die langgezogene Zielgerade, ungefähr einen Kilometer lang. Die Flamme Rouge, der rote Lappen. Die Mannschaft Festina in zweiter Position, zieht den Sport an. Da frage ich mich natürlich nur, für wen genau. Pascal Hervé und Christoph Müro. Udo Bölz ist gut platziert hier noch an vierter Position. Der lauert. Links ausgehen kommt Francesco Casagrande. Die letzten vielleicht 600, 750 Meter auf der Zielgerade. Udo Bölz an fünfter Position hinter Richard Verrack an zweiter Position. Vorne zieht man für Virenke den Spurt an, möglicherweise. Ich möchte natürlich auch eine zweite Etappe gewinnen. Nach Courchevel. Udo Bölz. Jetzt müsste er kommen, jetzt müsste er langsam antreten. Pantani kommt links außen, gerade rausgefahren. Marco Pantani aus Italien. Udo Bölz, jetzt fährt er raus auf der linken Seite von vorne aus. Rudi, vielleicht hat sie sogar recht gehabt. Da kommt Udo Bölz. Aber Mannschaft. Der hat ein bisschen dick für mich. Der hat ein bisschen zu dick, oh, ja, der kommt nicht frei. Wieder rein. Er hat das Ding nicht auf Schwung gebracht. Vielleicht Steven Olleux war das aus der Mannschaft oder Christoph Wenger. Ich habe es nicht genau sehen können. Auf jeden Fall aus der Mannschaft La Française de Jeux. Mit Sicherheit Christoph Wenger. Die Startnummer 74. Warten wir es ab. 73. Stefan Olleux. Er hatte ja lange in der Führungsarbeit gelegen. Gemeinsam mit Aitor Garmendier. Die Verfolgergruppe um Jan Ries. Ungefähr 5 Kilometer ins Ziel. Und hier noch einmal der Spurt. Angezogen aus der ersten Position. Festina hat wieder gearbeitet für Richard Verrenc. Aber es hat auch jetzt wieder nicht gereicht. Wie gestern. Tausendmal kann man das erleben, dass die die Arbeit machen, die Dummen sind. Mal sehen, wann das die Rennfahrer kapieren. Ist ganz normal, wenn da von 18 Mann, wenn da 10 Mann die Arbeit machen, dass dann von den restlichen 8 einer dabei ist, der profitiert. Udo Bölz hat meines Erachtens ein bisschen zu dick gefahren, weil es ist hier am Ziel die letzten Meter ein bisschen leicht berghoch gegangen. Und man hat deutlich gesehen, er hat diesen Gang einfach nicht auf Schwung gebracht. Frank van den Broeke kommt links raus. Nochmal an Richard Verrenc vorbei, wird Zweiter vor dem Franzosen. Da sehen wir die letzten Meter in diesem Finale auf der 16. Etappe von Morsi nach Fribourg über 181 Kilometer.
Ja, und Udo Bölz ist meines Erachtens Achter geworden. Noch einmal der Sprint von vorne. Sie sehen jetzt Marco Pantani. Fährt links raus, auch Rude Bölz. Aber da merkt er wohl, dass er zu sehr im Wind steht. Oh, Richard Werek verpasst auch eine böse Welle. An Frank van den Broeke. Und hinten, da wird sich ja, schon gefreut. Relativ oder sehr unruhig hier, Werek. Aber es ist auch so ein bisschen sein Fahrstil. Weit vor dem Ziel, reist bereits Stefan Hüllu, die Arme ihn auf, Platz Nummer 1 vor Frank van den Broeke und Richard Werenc. Der Helikopter wartet auf die zweite Gruppe mit Peter Luttenberger und Jan Ries. Schmeckt natürlich dabei ein wenig über die Altstadt von Fribourg. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück zur Werbung, kommen aber in Kürze zurück. Die Gruppe mit Björn Ries auf den letzten 1300 Meter vor dem Ziel. Diese Bahnunterführung einmal aus einer anderen Perspektive. Sollte der Rückstand von Björn Ries auch ungefähr 7 Minuten betragen, wird er seinen 4. Platz zwar nicht ganz beibehalten können, aber 5., 6. ungefähr in der Gesamtwertung. Ja, alle anderen Fahrer zeitlich schon viel zu weit von ihm Abstand genommen haben. Die langgezogene Zielgerade, 1000 Meter lang in Fribourg. Eine Stadt, die gegründet wurde im Jahre 1157 auf einem Felsvorsprung. Tja, damals war das Ganze noch ganz anders als heutzutage. Auf einem Felsvorsprung über der Saane. Mit der Kathedrale Saint-Nicolas. Das war im Jahre 1157. Ganz am Schluss der Gruppe. Björn Ries. Er rollt hier ins Ziel. Alberto Elli, Michael Bogart, Oskar Kammenzind und Peter Luttenberger sind die Ersten, die in dieser Gruppe das Ziel erreichen. Mit einem Rückstand von knapp 6 Minuten. Und damit behält Björn Ries vielleicht sogar seinen 4. Platz in der Gesamtwertung. Sieht zumindest mal nicht allzu schlecht aus. Er wird morgen hoffentlich wieder so fit sein, dass er auch in der letzten Tour de France Woche vor allem Jan Ullrich in den Vogesen noch unterstützen kann. Für den Erstplatzierten auf dieser Etappe. Den Schweizer Laurent Dufaux gearbeitet, der sich gern von seinen Landsleuten als Etappensieger hätte feiern lassen. Als guten Sprinter fürchtete ich auf dem letzten Kilometer vor allem Frank van den Broeke. Es war taktisch von mir richtig, bereits 400 Meter vor dem Ziel den Sport zu eröffnen. Ich fuhr einen kleinen Vorsprung heraus. Das war die Vorentscheidung. Hier das Tagesklassement. Jan Ullrich bleibt im gelben Trikot. Noch sind es 5 Etappen, 778,5 Kilometer bis zum Zielstrich in Paris. 6 Minuten 22 der Vorsprung vor seinem schärfsten Rivalen Richard Werenc. Die 17. Etappe führt über 218,5 Kilometer von Fribourg nach Colmar zurück nach Frankreich.